Name ist Dennis Niklas. Ich verantworte das IoT-Geschäft innerhalb der Deutschen Telekom. In unserer Serie Dennis trifft wollen wir an ganz realen Beispielen mit Kunden und Partnern besprechen, welchen Nutzen IoT in Unternehmen und für die Kunden der Unternehmen letztendlich bringen kann. Und dazu begrüße ich heute Arne Brosch, Geschäftsführer von Remondis, und Michael Wiegmann, Geschäftsführer von Renus. Herzlich willkommen. Hi Dennis. Hallo Dennis. Beide Unternehmen sind ja sehr, sehr stark auch in der Entsorgungslogistik unterwegs. Arne, ich glaube, ich sage nicht zu viel. Jeder von uns kennt die Remondis-Container in den Straßen. Aber erklär uns bitte nochmal, was macht Remondis eigentlich genau? Remondis macht nicht nur die Dienstleistung in Verbindung mit der Abfallentsorgung für Bürgerinnen und Bürger und dem kommunalen Umfeld, sondern wir beschäftigen uns mit allen Arten von Abfällen, sowohl in Industrie, Handel und Gewerbe, als auch im kommunalen oder im städtischen Bereich. Und sowohl von der Einsammlung über die Verwertung oder Entsorgung, Unschädlichmachung im Sinne des Umweltschutzes von allen Arten von Abfällen. Renus ist ja dagegen ein weltweit operierendes Logistikunternehmen. Jetzt hat unser IoT-Projekt aber eher was mit Entsorgungslogistik zu tun. Wie passt das zusammen, Michael? Ja, in der Tat. Also Renus ist sicherlich bekannter im Bereich der Freight-Logistik oder Port-Logistik oder eben auch in der Kontraktlogistik. Und als Teil der Kontraktlogistik sind wir im Bereich der Akten- und Datenträgervernichtung tätig. Diese Akten- und Datenträgervernichtung benutzt dann wieder viele LKWs, viele Sicherheitsbehälter, wie denen, den wir hinter uns stehen sehen, um eben sensible Daten, die dem Datenschutzgesetz unterliegen, einzusammeln. Die Kunden nutzen das für Informationen. Papierende Daten werden darin gesammelt oder auch Datenträger mit sensiblen Daten. So, und darum geht's. Das ist unsere Spezialität und das sind wir als Teil der Renus-Gruppe. Was wolltet ihr mit IoT erreichen? Das Problem war der Anfang, nämlich die viele Kommunikation, Administration, viel operatives Geschäft drumherum, was wir durch den Einsatz von Sensortechnik reduzieren wollten. Wir haben dafür am Fraunhofer-Institut ein Device entwickelt, was mittels Lasertechnologie den Füllstand im Behälter messen kann. Dadurch haben wir auch viele äußere Probleme letztlich gelöst. Sensor von außen, Antenne draußen, so dass wir funken können und mittels IoT, also zusammen dann mit eurem Team von der Telekom, genau das in das Internet der Dinge zu bringen, um die Füllstände und die daran anschließenden Lösungen auch zu optimieren und zu automatisieren. Vielen Dank. Arne, ihr nutzt ein ähnliches System in euren Geschäftsfeldern. Wie funktioniert das dort? Ja, wir nutzen auch diesen kleinen Sensor, den Michael gerade ansprach. Und natürlich ist er vordergründig ein Kommunikationswerkzeug. Es lässt zwei Maschinen miteinander kommunizieren, nämlich beispielsweise den Glascontainer, der uns möglicherweise sagt, er ist voll und bedarf eines dringenden Services, damit keine Gefahrenquellen entstehen durch herumliegende Flaschen oder sich Ungeziefer bildet. So diese ganzen unschönen Dinge, die man damit vielleicht in Verbindung bringt. Aber er sendet uns möglicherweise auch die Information, ich Container bin leer, ich brauche euch nicht, bitte halte keine Ressource für mich bereit. Und das ist in dem speziellen Fall Ressourcen sparen, das Thema, was uns innerhalb der Organisation hilft. Die vorhandenen Ressourcen, die heutzutage begrenzt sind, sowohl im Personal als auch im Bereich der Energie, aber auch im Bereich der Investitionsgüter wie LKWs oder Container selber, um diese vorhandenen Ressourcen optimal in der Sammlung zu integrieren. Habt ihr den Nutzen durch die IoT-Lösung mal kalkuliert und für euch quantifizierbar gemacht, Michael? Ja, wir haben zum einen den Vorteil bei unserem Kunden, der heute, man muss sich das bildlich vorstellen, durchs Gebäude läuft, volle Behälter erkennt oder auch leere Behälter erkennt und diese dann zum Austausch anmeldet. Der Kunde, der sich Datenschutzmaterial quasi entledigen möchte, läuft zu einem vollen Behälter, kann es nicht einfüllen oder legt es im Zweifelsfall oben drauf. Der andere, der ja, durchs Gebäude läuft und daran schüttelt, ob der Behälter voll ist oder nicht, das ist eine riesen Zeitersparnis auf Seiten des Kunden. Auf unserer Seite sind es eben genau die Leerfahrten, wenn wir nicht mit dem LKW losfahren, um festzustellen, es sind nur leere Behälter beim Kunden oder den anderen Kunden, der eventuell jetzt dran wäre, weil er viele volle Behälter hat, nicht anfahren können. Und das sind eigentlich zwei Punkte, die wir ganz gezielt durch den Einsatz dieser Füllstandssensorik, IoT unterstützt, verbessern können.
Und dieser Mehrwert quantifiziert sich durch mindestens mal eine halbe Stunde Kommunikation und Ressourcenverbrauch, mindestens 15% weniger Anfahrten, die sinnlos sind. Und ermöglicht uns natürlich ganz andere Modelle auch mit dem Kunden zu entwickeln, viel bedarfsgerechter zu leisten und dadurch uns und den Kunden zu optimieren. Danke, Michael. Arne, wie sieht das bei Remondis aus? Wo sind da die Vorteile? Also natürlich ist der erste Punkt in Verbindung mit Sensorik und Logistikoptimierung die Kosten. Der Kraftstoff, die Personalstunden. Was wir lernen mussten, diese Dinge einfach zu sehen. Die Abfallerfassung ist sehr, sehr komplex. Wir haben ganz viele verschiedene externe Einflüsse, die Ressourcenverbrauch beeinflussen. Das ist das Wetter. Das sind die Straßenverhältnisse. Das sind möglicherweise Veranstaltungen, die Straßen sperren lassen einfach. Das ist die Krankheit. Und das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Was wir allerdings beeinflussen können, ist mithilfe der Sensorik der Aufwand, den wir für eine spezifische Menge an Abfall aufwenden müssen. Und im Bereich der Glasbehälterleerung ist der feststehende Ressourcenverbrauch der Leerungsvorgang. Der LKW kommt, fährt seine Stützen aus, muss den Behälter mit dem Kran hochheben und erst dann merkt der Fahrer, ui, da war nur ein Püllchen Olivenöl drin. Also er hat nur Luft geleert mit einem immensen Ressourcenverbrauch. Und genau das ist die Sichtweise, die wir gelernt haben zu verstehen, ein leerer Behälter ist derjenige, der Ressourcen spart. Dann wird nicht gefahren, dann wird nicht ausgestiegen, dann wird nicht mit hoher Drehzahl die Hydraulik angetrieben. Und in dem Bereich haben wir es geschafft, den durchschnittlichen Füllstand des Behälters zum Zeitpunkt der Leerung um 30% zu steigern. Das heißt, wir brauchen für dieselbe Menge an Glas 30% weniger Leerung. Das ist messbar. Die weiteren Optimierungspotenziale sind unendlich. Wir haben so viele Dinge gelernt, das ist die effektivere Kommunikation. Michael kann ich vollkommen bestätigen. Ein Bestellvorgang, der vintage-mäßig per Telefon stattfindet, der passt nicht mehr in die heutige Zeit. Und der passt auch nicht mehr in die Wünsche unserer Kunden. Unser Kunde möchte nicht in unserer Warteschleife hängen, weil alle Disponenten telefonieren. Unser Kunde möchte möglicherweise uns auch nachts erreichen oder am Sonntag. All diese Dinge im Bereich der Kommunikation gestalten wir effektiver mit Hilfe der Sensorik. Perfekt. Und ich sag mal, dadurch, dass wir ja wirklich auch kostengünstige Technologie einsetzen, die Sensorik, die wir einsetzen, wird immer günstiger. Ja? Vor allen Dingen, je höher die Menge, die wir einsetzen, desto günstiger der Preis. Auch von der Funktechnologie, die wir einsetzen, Narrowband IoT in dem Fall, gemacht für kleine Datenmengen, sehr, sehr energieeinsparend, unterstützt auch nochmal Kosten einzusparen, sodass sich das dann auch intern bei euch auch wirklich sehr, sehr schnell rechnet. Ja, das war die erste Folge von Dennis trifft. Ich glaube, was wir heute ganz gut sehen konnten, ist, wie wir mithilfe von IoT interne Geschäftsabläufe bei unseren Kunden optimieren können und unseren Kunden helfen, für deren Kunden noch bessere Services und Produkte zu bauen. Stay connected, bis zur nächsten Folge.